geht's weiter. Die böse Mutter. Ich werde das jetzt mal kurz hier noch anders aufzeichnen. Denke ich mal, dass es eine gute Sache ist, dass ich jetzt aus dieser Konstellation was Neues mache. Das ist uns jetzt hinreichend bekannt. Das brauchen wir nicht mehr. Da mache ich jetzt mal eine andere Landkarte draus. Und zwar mache ich jetzt die Landkarte draus der Jetzt-Familie mache ich mal draus. Ja, die Landkarte der Jetzt-Familie. Wir gucken mal, wie die jetzt aussehen kann. Also, da haben wir jetzt okay. Schauen wir mal. Die Mutter hat jetzt mal ein Röckchen an hier. Das bin ich. Und dann gibt es natürlich den Vater hier. Gut, und dann haben wir das Kind hier. Mädchen. So, gut. Die jetzige Familie. Da war jetzt die Sache die, dass hier ja dieses große Nein gibt. Hier haben wir ein großes Nein. Und ich habe das fette Ja. Ich habe gesagt, ja, du bist willkommen, Vater. Das Kind braucht einen Vater. Der Vater sagt, nein, wir haben keine Familie. Hat er von Anfang an gesagt zu mir, als ich schwanger war, es gibt keine Familie. Also die Verleugnung hier der Familie ist von Anfang an gewesen. Und ich sage, wie kannst du eine Familie verleugnen? Hier ist eigentlich das Faktum dessen, dass ein Kind da ist. Das heißt, hier gibt es eine große, große Verleugnung von Familie. Ich verstehe es natürlich, wie soll er irgendwas mit Familie zu tun haben, wenn er nie eine gehabt hat. Er wurde dann mal adoptiert, aber er wurde sehr schlecht behandelt dort und hat auch keinen Kontakt da. Die hatten auch andere Kinder, die wurden immer bevorzugt und da hat er sich auch schwere Blessuren geholt durch diese Familie, die eigentlich auch keine war, sondern wo er auch wieder große Ablehnung erfahren hat. Also keine liebevolle Familienkonstellation oder irgendeine Bezugsperson. Und dann glaube ich, ist er mit 17 auch raus. Ist interessant, ich glaube, ich auch mit 17 damals ausgezogen. Also unsere Parallelen sind schon sehr dicht, nur. Ich habe halt einen anderen Werdegang genommen, 25 Jahre als er. Kennen tun wir uns, glaube ich, schon 17 oder 18 Jahre, irgendwie sowas um den Dreh. Aber wir hatten keine. Ich habe mich dann abgewendet, weil ich dann das Aggressionspotenzial gemerkt habe, sehr schnell, weil wir lieben beide das Tanzen und so haben wir uns kennengelernt. Und nach kurzer Zeit war mir klar, es ist mir zu aggressiv, was da stattfindet, und habe gesagt, nein, danke. Und er hat sich dann nur noch gemeldet, immer wenn er Hilfe brauchte. Und ich habe dann auch lange Jahre nein gesagt und irgendwann mal habe ich ja gesagt. So, jetzt haben wir diese Konstellation einfach. Ich war aber schon wieder auf einem anderen Bewusstseinsstand, natürlich dann Jahre später.
Also 7 Jahre später dann sind wir einmal zusammengekommen sozusagen und ich aber von vornherein gesagt habe, ich will keine Beziehung mit ihm. Das heißt, ich war sehr ehrlich und habe das gesagt, aber das wird jetzt zum Beispiel auch vollständig verleugnet hier, ja? Hier gibt es also eine große Form von Verleugnung. Aber ist klar, er selbst wurde verleugnet. Ist ja sinnvoll, das anzuschauen, dass die Verleugnung seiner selbst sehr groß ist, weil man ihn verleugnet hat praktisch. Ich habe jetzt nicht so sehr dieses Verleugnungsthema. Ich habe dafür halt einfach andere, ich habe einfach dieses Verlassenwerden-Ding, aber das hat er ja auch von Anfang an. Also wir haben schon große Parallelen gehabt, nur ich bin anders damit umgegangen als er. Jetzt gibt es hier ein Kind und ich habe immer gesagt ja und er nein. Dieses Nein hat halt bis heute angehalten, aber und beim letzten Video habe ich ja, wollte ich jetzt hier anknüpfen, dass es hier auch um ein großes Thema geht, weil dann kam das Jugendamt ins Spiel vor längerer Zeit, beziehungsweise ich hole doch mal ein bisschen weiter aus, dass hier noch so viel dran hängt, also an meiner Entwicklung hängt noch ganz schön was dran. Nämlich meine Seite. Da gab es dann wohl irgendwie Menschen, die waren jetzt, fanden das jetzt nicht so gut, was ich da publiziert habe mit dem freien Lernen. Und die haben sich da mokiert und aufgeregt drüber und haben anscheinend hier schon mal mit dem Jugendamt kontaktiert und gesagt, die Frau ist komisch, gucken Sie sich die mal an. Also das weiß ich halt heute erst. Ich weiß nicht, wann es angefangen hat, weil ich mache das ja schon seit 10 Jahren mit dem freien Lernen und es kann also auch schon vor 10 Jahren angefangen haben. Ich habe keine Ahnung, wann die Leute dann direkt eingestiegen sind. Es wurde mir dann vom Jugendamt mal geschrieben. Ich habe hier abgekürzt, Jugendamt. Dann kam es 2015. Dann zu der häuslichen Gewalt mit dem Vater. Wo ich dann gesagt habe, jetzt ist aber endgültig Schluss. Aber natürlich habe ich da wieder erkannt, aha, da war also noch ein Rest von mir nicht geheilt, von der gewaltvollen Kindheit. Ein kleiner Rest, Gott sei Dank, und auch erst 20 Jahre später nochmal aufgetaucht. Aber es war anscheinend Zeit, dass es auftauchen musste. Deswegen triffst du ja auch genau die richtigen Partner. Und spätestens hier habe ich gesagt, 2015. Jetzt ist Schluss. Ich gehe mal zum Jugendamt. Weil mein Ja hat immer mehr ein größeres Nein irgendwie hervorgebracht. Das hat ihn irgendwie, glaube ich, dann doch dazu gebracht, weil er kannte das ja nicht, ne? Weil er hat ja alles Mögliche probiert in den 10 Jahren, um mich total zu verletzen, um mich niederzumachen, um mich zu ärgern. Und das macht, unterstelle ich noch nicht mal, dass er das bewusst gemacht hatte. Aber was halt sein Ding war, Trennung natürlich. Ja? Ich bin mit meiner Trennung, mit dem Abgetrenntsein schon heiler, so, und er noch gar nicht. Und dann habe ich ihn immer gebeten, wir brauchen Hilfe, als ich gemerkt habe, das ist zu krass hier mit ihm, die Story. Ich kann da aber nichts machen. Er hat sich auch nicht von mir irgendwie helfen lassen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bitte, wir müssen irgendwie für das Kind handeln und schauen, was hier für in der Familienkonstellation noch liegt. Das brauchen wir Hilfe.
Er hat gesagt, nein, ich brauche keine Hilfe. Ich mache das alles alleine. Und ich brauche keinen Therapeuten und gar nichts. Ich brauche niemand. Na gut, hat er ja bis jetzt auch nicht, ne? Das hatte ich auch im anderen Video schon mal erzählt. An diesem Punkt war ich ja auch, den ich dann aber wieder abgebrochen habe und gelernt habe, um Hilfe zu bitten, dass gesehen habe, dass ich nicht alles alleine machen kann. Dass ich mir auch Hilfe holen kann. Das ist auch legitim. Er ist dann nicht durchgegangen, hat gesagt, ich brauche das nicht. Dann ist es halt so ausgeartet 2015, dass er mich angegriffen hat. Und dann war der Spaß bei mir zu Ende. Und dann bin ich hier wieder zum Jugendamt gegangen. Ja? Und habe gesagt, bitte, ich brauche jetzt Hilfe, weil das ist hier so und so, das geht so nicht. Weil ich habe mich natürlich im Internet informiert und da habe ich gelesen, was das Jugendamt offiziell da ausschreibt und zu tun hat und dass es uns hilft und Schutz bei häuslicher Gewalt und auch Schutz für die Mutter und fürs Kind und so weiter und so fort. Das ist nicht geschehen, das habe ich ja schon eindeutig erklärt in den anderen Videos, das kannst du nachhören. In der ganzen 41 Videoanalyse der kompletten Geschichte dieser Inobhutnahme meines Kindes, dass das Kind weggenommen wurde, da habe ich das ausführlich erklärt. Geschehen ist das nicht, also die Videoreihe heißt, wenn Eltern sich nicht einig sind. Was ich natürlich nicht wusste, ist, dass das gar nicht so war dort beim Jugendamt, sondern die haben sich darum nicht gekümmert. Stattdessen hat die Frau gefragt, wie stellen Sie sich denn die Zukunft dieses Kindes vor? Und ich, yeah, frei lernen und so, ne? Genau, habe ich gesagt, weil ich war ja voll begeistert, ganz klar. Je größer sie wurde, wow, desto schöner wurde das mit der Hochbegabung und der Hochsensibilität. Ja, das war toll. Diese Frau im Jugendamt hat dann angefangen, auch ihr Spiel zu spielen. Also dann ist noch eine Person hinzugekommen. Die Person war natürlich auch da. Jetzt hatten wir noch eine Frau hier, die jetzt aber auch angetriggert war. Guck mal, noch eine Person, die selbst ihre Themen plötzlich aufgingen und die völlig entrüstet war über das, was ich machen wollte und meine Entscheidung. Die konnte überhaupt nicht konform damit laufen. Ich habe dann alles erzählt und habe ja auch gesagt, da die Bücher und da dieses und da Videos und es gibt da viel Informationen und es ist eine ganz tolle Sache, kann ich Ihnen alles erzählen. Das schien gar nicht mehr bei ihr anzukommen. Die hatte dann schon taube Ohren. Okay, ich mache dann gleich mal weiter. Bis gleich.